Jetzt schauen wir es auf jeden Fall. Gewitter im Kopf an, meine Freunde. Und ich muss bei 13 Minuten 50 ganz kurz mal stoppen, weil da das N-Wort gesagt wird, was ich hier gerne auf Twitch nicht bringen würde. Gewitter im Kopf backt also eine Hochzeitstorte. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was da auf uns zukommt. Du kannst, wenn Gisela über dich kommt, wegrennen. Ihr zeigen, dass du Panik hast. Ha! Ich habe ja schon mal unsere Zutaten alle ein bisschen aufgebaut. Bro, Alter, einfach Konditorei. Jungs, wenn ihr jetzt einfach einen Bäcker aufmacht, ich sag's euch, das geht apeshit crazy. Wenn Jan zwischendurch einfach diese Kuchen auf andere Leute wirft, Mashallah, sagt der Hübsche. Ein säuberlich, die Geheimzutat, die kommt erst jetzt. Ach ja, ja. Wir machen halt einen Kuchen, ne? Und ja, er nimmt jetzt... Brauchen. Ja. Das war so klar. Warum pust du die Eier da rein, wenn du doch weißt, ich meine, Tim, du kannst mir nicht erzählen, dass das also wirklich... Ich zerstöre die ohne Sauerei, wenn das nicht monetarisiert wird. Oh, Alter. Das ist nur ein Kochvideo für Kinder. Alter, geeignet. Alter, nein, nein, komm. Das ist nicht für Kinder geeignet, wenn er da gerade gedeepthroated wird. Also ich glaube, das war schon wieder gleich erstmal. Ich dachte mir schon, es wäre eine schlaue Idee, die Eier erst später draufzulegen. Mir hat das Rohrei geschmeckt, ich hoffe, da waren Salmonellen drin. Aber dann warten wir lieber einfach noch ein bisschen länger. Das geht nicht auf, das ist zu, das geht nicht auf. Nein, das geht nicht auf, das geht nicht, da ist eine Kindersicherung drin. Ha. Ach, Kindersicherung ist gut für mich. Aber das müssen wir eh. Ey, das... Junge, warum gehst du hin und sagst ihm, dass das sicher ist? Tim, du bist wirklich stamm doof, du triggerst ihn immer und immer wieder. Ich habe mir einen Handstaubsauger für solche Fälle gekauft. Willst du dir Stark. Nein, sehr stark. Will ich nicht, du probierst. Ich hab gesagt, du probierst, du blöde Tod. Nein, aber ich will nicht probieren. Mach jetzt den Mund auf. Was? Er zieht die Nase auch noch hoch. Zieh's hoch. Er wird einfach von Gisela gezwungen. Ich schwöre, Leute, ich glaube, wenn man Gisela einfach eine Heroinspritze hinlegt, sie rammt ihm einfach irgendwen in den Bauch. Ich hab mir nicht die Hände gewaschen nach dem Scheißen. In den Mund rein. Ich will nicht mehr. Alter. Mich das je interessiert? Und wie schmeckt die? Nach Zucker. Ja, hat mich das je zum interessiert? Zum Probieren? Nimm deine blöden Finger weg, die stören mich beim Ticken. Die stören mich beim Ticken. Das ist so ein Ding, was dann jeder Dealer an der Stelle einfach sagt. Wenn irgendein Polizist dabei kommt und sagt, was haben sie denn da? Und der Polizist dann sagt, was haben sie denn da? Und der Dealer sagt, nimm deine blöden Finger weg, die stören mich beim Ticken. Versteht ihr? Weil wegen Drogen, ja. Du bist alle schuld, selbst wenn du schlimme Verletzungen hast, dann bist du es schuld. Warum? So ein Ding. Ich mach doch überhaupt nichts. Doch, du machst. Wie war das? Ich stopp dir jetzt besser das Maul. Du hast mich doch gar nicht... Leute, ich weiß manchmal nicht, ob ich auf YouTube bin oder einen ganz weirden schwulen Porno hier gucke. Geschluckt. So, sollen wir mal weitermachen langsam? Wir haben nicht mal angefangen. Doch, ich hab schon angefangen. Denkst du, wir können langsam zum Intro kommen? Oder sollen wir ja. So, Leute. Oh, oh. Der heilige Gral wurde geöffnet. Ach, nein, das brauchen wir. Ach, geil. Das brauchen wir. Fuck, das gibt ihm zu viel Befriedigung. Ah, ja, das stinkt über sich. Nein, das ist keiner. Ach, Herr, das ist uns. Scheiße, Alter. Hallo. Nein, haben jetzt beide rosa. Oh meine Augen! Oh meine Augen! Alter. Bin ich jetzt pink? Dein Gesicht. Stell dir vor, er ist jetzt einfach blind. Auch pink. Du siehst ja aus wie der Tandel. Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video hier auf unserem Kanal, Leute. Mach es richtig. Ja. Los. Einige von euch werden sich bei dem Titel wahrscheinlich gewundert haben und wahrscheinlich schon Bedenken geäußert haben. Ja, vollkommen. Vor allen Dingen, ich will keine Hochzeit haben, wo wirklich dein, also ihr eine Torte gemacht habt, Alter. Wir haben heute vor, eine Hochzeitstorte zu backen. Alle benehmen sich. Und zwar sogar eine zweistöckige. Scheiße, Alter. Wie einige wahrscheinlich von euch wissen werden, sind wir nicht so die Profis in Backen. Ja, das Jungs, ihr seid in nirgendwas Profis. Und so das, die 50% unserer Deko ist schon mal weg. Man weiß noch nicht genau, ob es klappen wird. Ich hoffe aber schon. Nicht wundern, das ist hier kein Dr. Oetker Placement oder so. Aber ich habe das Rezept von der Seite von denen rausgesucht und dann gab es die Zutaten. Mach doch noch eine Werbung, Fotze. Da gab es die Zutaten direkt dazu. Nicht ins Ohr.
Wir müssen das, glaube ich, mal ganz schnell wegräumen. Man weiß nicht genau, welche jetzt die ganze Zeit hier lagen und welche schon in die drinne waren. Egal, Jungs, ihr seid safe. Das ist kein Dr. Oetker Placement. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Also ich muss sagen, ich könnte das auch als Haarspray verwenden. Das hat ähnlichen Effekt in meinen Haaren. Ja, und ja, ist auch super eklig, dass wenn das so schmiert und die Haare kaputt macht, eine ganz tolle Idee, Bruder. Dass sie sogar glänzen. Man könnte sogar ablecken jetzt die Haare. Die Finger färbt's auch. Biskuit, Eier und Wasser in einer großen Rührschüssel mit einem Mix. Was machst du da? Mach dir die einzeln da rein, Junge. Sortieren! Du sortierst dich, du wirst dich auch mal nützlich. Du wirst alles zusammen. Das ist doch kein Sortieren. Lieber das. Ich sortiere. Okay, du sortierst. Lass ihn jetzt machen. Sortierst nicht. Nicht mit deinen Glitzerhänden. Mach das mit meinem Penis. Bitte nicht. Okay, ich mach ganz kurz, mal kurz Wasser. So, also als erstes müssen wir jetzt... Doch da rein! Als erstes müssen wir jetzt Eier und Wasser in einem Bus... Hodensack in warmes Wasser tauchen. Kaltes Wasser ist es, Bro. Okay, ich mache es. Nein. Ich habe da oben mal Dauerwerbevideo hingeschrieben wegen den ganzen Produkten und weil immer wieder diese Red Bull-Dose hier kommt, deshalb. Du willst es doch auch. Eier und Wasser in einer großen Rührschüssel mit einem Mixer auf höchster Stufe eine Minute Schaumig schlagen. Okay, dann kommen jetzt wohl doch schon die Eier zum Einsatz. Oh, nein. Drei habe ich schon mal aufgeschlagen. Danke. Gute Hilfe, gute Hilfe. So, Leute, wir wünschen euch natürlich wie immer sehr viel Spaß bei diesem Video. Danke, dass du das jetzt erwähnst, wichtig. Ach, komm da mal früh, du. Ach so. Nicht in den Müll schütten. Ich bin so ein Vollidiot. Ja, aber du kannst schon mal 5 Esslöffel heißes Wasser reinmachen. Ich habe übrigens wieder nicht mitgezählt. Ich auch nicht. Sag einfach Stopp. Stopp? Nein, das waren 5. Das ist genug. Das ist zu viel Wasser. Ich brauche diese Suppe. Ich brauche diese Suppe. Ja, jetzt noch 6 Eier rein. Ich mache also noch 6 Eier rein. Warum lachst du so? Weil ich dumm bin. Ich glaube, du schaffst das. Ich schaff das. Dann vorsichtig. Ja, nice. Los nicht an die Decke. Oh nein. Ja, das ist dumm. Los nicht an die Decke. Oh, scheiße, Mann. Hört doch auf, was mit Eiern zu machen, Alter. Oh nein, das war nicht die Decke. Warte, man kann sonst... Warte, was soll ich denn machen? Nicht, also, ach so, nicht... Junge. Warte, geh nach vorne, wo sind Tücher? Warte, ich mach schon mal weiter, ich hatte jetzt... Du machst schon mal weiter! Bloß nicht an die Decke! Bloß nicht an die Decke! Bitte nicht nochmals auf die Kopf. Alter. Bloß nicht an die Decke. Bloß nicht an die Decke. Da hatte ich die Kaution bis heute nicht mehr gesehen. Das merk ich mir. Das merk ich mir, wie auch immer du mit Nachnamen heißt, du Wichser. Den konnte ich mir nie mehr. Digga, ich tropf ja immer noch. Ja, du hast ja auch Eier auf dem Kopf, glaube ich. Also Eier sind alle drinne. Sehr schön. Eier sind alle drinne. Bloß nicht an die Decke. Nein! Das muss jetzt eine Minute schaumig geschlagen werden. Alter, ich will, dass der Junge sein eigenes Restaurant bekommt. Es wird Zeit. Eiweiß! Eierscheiß! Alles gut. Nein! Doch, es ist alles gut. Sollen wir das klären? Was denn? Es gibt doch gar nichts zu klären. Hallo Nachbarn, ich bin ganz normal. Sehr, sehr entspannte Sounds an der Stelle, Bro. Danke dafür. Ruhig. Ganz ruhig. Nein! Nein! Oh doch, nein, das ist nicht... Ich glaube aber, so schlimm ist das nicht. Ich glaube, man kann es immer noch essen danach. Bitte nicht, nein. Ich stress oder was? Nein, ich will das einfach nicht. Weiß doch in die Uhr. Alter, Leute, es eskaliert ja wieder komplett. Jetzt kommt da noch Zucker und Vanillezucker rein. Nein, nicht so viel. Komm, das. Haha, du Eiersau. Dieser Tim ist wirklich der Dümmere von den beiden. Man kann es nicht anders sagen, Alter. Viel. Da versaut der Spacko sich auch noch selber. Okay, dann kommt da jetzt noch dieses Buck-in-Pulver rein. Und jetzt müssen noch 100 Buck-in? 100 Gramm gemahlene Haselnüsse rein. Oh. Jetzt muss das nochmal umgerührt werden. Ha! Aber geiler Teig. Nein, du Arschloch. Blödes Arschloch. Ich mach doch überhaupt nicht. Warum denn? Ja. Okay, dann müssen wir das nur noch hier auf die beiden Dinger verteilen. Wird das eine Buttercremetorte? Ja, hol ich. Ein Kerber. Was machst du? Jan? Jan, tu's nicht. Jan, halt dich zurück. Ein Kerber jetzt. Alles wird gut.
Wir können doch über alles reden. Jalla! Jetzt die Presse, sonst werden es noch mehr Kugeln. Nein. Komm, jetzt lassen wir das mit den Kugeln. Also. Dieses Gewaltmonopol, was Gisela aufgebaut hat, Alter. Julian Bam ruft mich an und ich sage, was will der Mann? Julian Bam ruft mich nicht an, ihr lügt mich gerade an. Ruhig, kommen wir erstmal. Wag es dich. Kommen wir mal wieder runter. Wag es dich. Es ist, wir machen jetzt mal ein bisschen raus. Oh oh. Nur ein bisschen, okay? Nein. Hör auf zu reden und mach weiter. Besser ist das. Bist du ganz allein schuld. Ich bin gar nicht schuld. Ich guck das Video zu Ende, dann fangen wir an. Du machst immer uns. Du bist daran schuld, dass ich behindert bin. Du bist auch schuld daran, dass ich Epilepsie habe. Warum? Genau so. So ein Ding. Und bin ich denn schuld daran? Ich hab doch gar nichts getan. Wenn du mir ins Gehirn geschissen hast. Ich nehme dich besser an die Leine. Was? Komm her. Was zum Warum? Teufel? Verwendest du auch immer Butter zum Masturbieren? Nein, was keiner macht das. Einfach wegwerfen. Was machst du dann? Ich muss dann saugen. Wir stellen jetzt den Backofen. Oh, das was ist. Was machst du jetzt, Gisela? Fühlst du dich jetzt nicht getriggert? Halt die Fresse! Wegnehmen. Bro, er ist aber auch anders. Er ist aber auch anders unangenehm, Junge. Er ist dir aber auch anders unangenehm. Was glaubst du, wenn ich in die Butter reingreife und die in dein Gesicht tauche? Machst du nicht. Aber was machst du, wenn ich dir die Kugel wegnehme? Scheiße, Alter. Fordere mich nicht heraus, ich bin hier die Gestörte, okay? Die kommen sogar hier, die kommen sogar an deinem Hintern raus. Ja, da kann ich ja nichts, wenn du mir die da rein dahin tust. Ich würde vorschlagen, mittlerweile ist es so ekelhaft, wie verfüttern das einfach deine Mutter. Messe-Dancer. Warum liegt hier eigentlich Stroh? Also oben ist am heißesten, deswegen der Kleine ist halt schneller fertig, tue ich dir nach unten. Gut, der Mann, guter Mann. Guck mal, wie schlau ich bin. Guck es dir an. Ja. Da fallen immer noch die Kugeln runter. Nein. Nein. Doch. Nein. Mach das Maul auf. Nein. Was ist Was das? Was machst du da? Was ist das denn? Was ist das? Wir machen jetzt die Füllung. Was war das? Kleber? Auf der Puddingverpackung hinten steht drauf, was man machen muss. Achso, das ist gut. Hier kann auch was Shirt machen muss. So, Puddingpulver mit etwa 2 GEH.EL. Gehäufte, Alter, Junge, Zucker Junge, Junge. Okay. Digga. Haha! Ha! Ja! Alter, noch unangenehmere Lache als The Vibe, wirklich. Du bist einfach was umgekippt. Bist du zufrieden, so wie es jetzt läuft? Halt doch die Fresse, du blödes Arschloch. Ich wollte doch nur fragen. Mach sonst hier die Lichter kaputt. Ich wollte doch nur fragen, ob du zufrieden Nein. bist. Nein! Darf ich nicht fragen? Na, du blöd Mann. Junge. Ja. Heute ist Gisela richtig gut drauf, Alter. Mhm. Oh, sehr gut. Du kannst deinen Penis da rein. Ah, Zuckerschrift war Wohin? Das, okay. Hier rein, aber es könnte In die Vanillesoße, ja, glaube ich auch. Ruf die Eichel noch mehr, da hast du einen kleinen Pimilli wie der Lukas. Und das, meine Freunde, ist Musik in meinen Ohren. Das ist einfach nur schön, wenn sowas passiert. Nein, nicht da rein, Tim. Kann man noch essen. Hm. Ja. Hm. Hör auf, das zu filmen. Ich habe ein Problem. Hm. Das sind immer die cringigsten Momente, wenn ich Videos angucke und ich dann vor der Wand Tänzchen mache. So ist es, so ist es. Wie viele Abos haben die Jungs jetzt eigentlich mittlerweile? 1,9 Millionen schon, ja, krass. Ja. Hm. Vorsichtig. Vorsichtig. Nein, Alter, das ist heiß, Junge. Entspann dich mal. Nein. Ey, das kocht doch. Du wirst gebrannt, Marc. Du wirst gebrannt, Marc. Wir müssen beide behindert sein. Alter. Ich glaube, der Pudding ist fertig. Der muss jetzt noch ein bisschen abkühlen. Dann schütte ich es über Tims Pippeli. Kai, danke für deinen Sub. Kriegst du auch Schmerzen? Lässt du dich im Serengeti-Park von Serengetis vögeln? Ich würde das sofort machen. Alter. Junge, dieser Soundeffekt immer. Warum guckst du mich so blöd an und was hast du gerade über meine Mutter gesagt? Ich hab gar nichts gesagt. Du hast es gesagt. Nein, ich hab gar nichts gesagt. Nein, das ist der heiße Topf. Oh, Junge, bitte den Topf weg. Das ist der heiße Topf. Du könntest an
Nein! Nein! Bist du bekloppt? Junge! Oh, scheiße, Alter, Mann! Boah, Gisela war lang nicht mehr so wild. Komm mir nicht so nah, ich koche gerade. Pudding ist fertig. Der wird jetzt zum Abkühlen ganz kurz nach draußen gestellt. Also der ist flüssig von innen und der ist auch noch flüssig von innen. Ja, super. Ich stell den ein bisschen tiefer, wir warten noch. Perfekt. Ich glaube, das muss echt an deine Mutter verfüttert werden. Ich fress das nicht. Du hast ja sogar Teig an deiner Nase. Wieso Teig? Oder was auch immer das für eine Substanz ist. Teig habe ich noch nicht ins Gesicht bekommen bis jetzt. Was denn dann? Sollen wir das ändern? Das hier ist sogar noch heiß. Doch nicht mit dem Messer, nicht mit... Ich bin ganz zärtlich, vertrau mir, ich bin Thoraxchirurg. Ich bin Thoraxchirurg, Junge, er schneidet einfach den Oberkörper auf, so ein Ding ist das. Junge, 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 die Wortwahl von Gisela, Alter. Was machst du? Boah, das tut richtig weh. Boah, das, aua, lass mir doch meinen Arm. Digga, dann nimm's doch einfach weg. Aua! Das ist eine echt seltsame Fetischbeziehung. Irgendwie hat auch Tim ein bisschen Bock drauf, glaube ich. Wir haben jetzt hier unseren Pudding fertig. Butter in einer Rührschüssel geben und mit dem Mixer geschmeidig rühren. Den Pudding esslöffelweise darunter mischen. Nicht schon wieder so viel. Doch, so viel. Hallo Tina Tequila, du wirst die Scheiße fressen, während du in der Schubkarre sitzt. Ist Tims Mutter wirklich so fettig? Tim, schick mir mal bitte auf WhatsApp ein Bild von deiner Mutter, damit ich weiß, was abgeht. Okay, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt kann ich in Ruhe sterben. Wir müssen diese Nuss-Nougat-Creme jetzt, also müssen... Wir müssen das kugeln. Nein. Okay, Nuss-Nougat-Creme. Aber nicht komplett. Also alle Kugeln müssen da jetzt nicht rein. Wir legen da jetzt bei 13,50 müssen wir überspringen. Bleib bei der Sache. Junge, Junge, Junge. Bei der Sache zu bleiben. Nein, unmöglich. Also ich kann das. Du siehst ja auch nicht dein Gesicht währenddessen. Du siehst nur meins. Und trotzdem schaffe ich das. Was glaubst du, was das für eine alltägliche Belastung ist? Kann ich mir vorstellen, ja. Ich bräuchte Schmerzensgeld. Also wir haben hier diese Nuss-Nougat-Creme. Gut, jetzt an der Stelle überspringe ich mal ganz kurz. Oder weniger. Also doch quasi nochmal die Hälfte. Also nochmal ein Viertel von der Hälfte. Bro, Jungs, ihr seid beide so lost. Von der Hälfte nochmal ein Viertel. Ah, okay. Weißt du was, ich klatsche das Schoko rein. Und klatsch das Schoko rein, Alter. Dann machen wir was anderes. So, das kommt jetzt nochmal kurz in die Mikrowelle und dann vermischen wir das mit einem Drittel hiervon, was auch immer davon ein Drittel sein soll. Manchmal guckst du mich echt so und da denke ich, du willst mich umbringen. Ich glaube auch, dass Gisela dich wirklich umbringen will, genauso wie Gisela mich umbringen will, Alter. Was glaubst du, was ich auch vorhabe? Ja, anscheinend schon. Was ist denn das für ein Geräusch? Das sind Kugeln! Ah! Warum wirfst du mich ab? Bro, ist ja deine Wohnung, also mach. Ah, hallo! Weil ich die Katze! Nein, warum denn? Komm her, ich will dein Gesicht besser treffen. Komm her! Nein, boah, nein, boah! Da warst du dir jetzt aber selber nicht sicher. Nein, das willst du nicht kaputt. Ach Junge, Alter, hör doch auf! Nein, das sind Blumen! Gib die Blumen! Nein! Die gib brauchen die Blumen! Gib Sache, die Blumen oder das hier stirbt! Ich weiß nicht mal, was das ist. Nazi-Pan. Nein! Nein! Ach Junge! Nein. Hör doch auf, überall Brumm zu hauen, Alter! Nein, nein. Bro! Mach jetzt mal ganz ruhig! Gisela, ich schwöre, ne? Es reicht. Gib die Blumen! Nein! Gib mir eine Blume! Eine. Nein. Verhandle doch mit Gisela wenigstens. Wobei auf der anderen Seite, man soll Terroristen nicht nachgeben. Vielleicht gibt's dir doch keine. Nein! 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 Hops. Okay, wir müssen jetzt ein Drittel dieser Creme nehmen. Was ist denn, Mann? Was ist ein Drittel? Können die nicht. Ja. Sie sind komplett überfordert. Einfachste Mathematik. Bleib dadurch liegen, du kleiner Gauner. Sehe ich aus wie Mathe-Genie sein Vater? Mathe-Genie sein Vater oder was? Vater. Ich habe immer das Angst, dass wir uns mit unseren Mathe-Kenntnissen blamieren. Welche Mathe-Kenntnisse? Ja. Wir holen jetzt die genau Bohnen raus. Finger weg! Richtig flüssig. Krass, wir haben das zum ersten Mal überhaupt hinbekommen. Und Junge. So Leute, wir haben es geschafft. Die beiden Böden sind draußen und sind sogar richtig gut geworden zum ersten Mal, muss man dazu sagen. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, die mit diesen Sachen zu bestreichen. Kamelle! Sollen wir dann die Mitte einfach Schoko machen und außen Vanille? Weil ja. Ist ja dann so ein fetter Kuchen so wenig Creme, der schmeckt ja ultra trocken, oder? Passt das ja, glaube ich. Okay. Du Nutze, geh mal Haare fäden.
bist. So ein Scheiß nur in den Trend. Hallo YouTube, danke, dass wir immer in den Trend sind. Das klären wir noch. Du riechst nach Schinken. Jetzt eine Vanille außenrum. Ja. Bist du dumm, Junge. Also für eine Hochzeitstorte ist irgendwie ein bisschen klein geworden. Also falls jemand von euch heiratet oder vorhat zu heiraten. Ist ja einfach nur ein trockener Kuchen, oder? Wir machen auch Hochzeitstorten. Ja. Wir machen auch Scheidungstorten. 20 Minuten später. Leute, schreibt mal, stimmt mal jetzt die Ab... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist denn das, Alter? Was habt ihr daraus gemacht? Was habt ihr daraus gemacht? Junge, was ist das geworden, Alter? Das sieht aus wie Vibes Geburt, Junge. Was? Ey! Findet ihr, dass das lecker aussieht? Nein! Oder findet ihr eher nicht? Also eher nicht. Würdet ihr es essen oder würdet ihr es nicht essen? Nicht essen. Das ist mit Ehek verseucht. Nein, ist es nicht. Boah, das sieht aus wie der Bierschiss an Aschermittwoch. Scheiße, Alter. Doch, genau. Wir müssen das ganz behutsam mit überlegen und dann da und. Kannst du das mal ganz vorsichtig ziehen? Nein, es reißt! Das kann man zusammen machen. Ich habe mit zu fest dran gezogen. Nein! Nein! Bitte nicht! Nein. Finger weg! Ja, wir müssen es glatt machen. Ja, natürlich machen wir es jetzt glatt. Alter. Wo es nicht glatt ist, da drücken wir es. Oh, scheiße. Ich würde mal interessieren an dieser Stelle, ob wir eigentlich Konditoren oder Konditorinnen als Zuschauer haben. Ja, haben wir. Scheiße, was macht ihr da? Dass ihr euch jetzt gerade ultimativ getriggert was fühlt. Ist ultimativ das? Gefickt wird! Wir kommen dafür einfach. Jetzt können wir. Das ist einfach aus der Hölle! Das ist der Kuchen aus der Hölle! Ja! Nein! Er will es doch retten! Nein. Bitte ramm den scheiß Mixer da rein und töte diese Missgeburt! Das nicht. Bitte tu's nicht! Ja, Blümchen! Ja. Eine fliegende Untertasse, die hat Durchfall! Was ist das für... Was ist das für ein Kuchen, Junge? Was ist das? Stell dir vor, du heiratest und dann bringen die das und Gisela haut dir das in die Fresse. Nein. Ja. Schmeiß dir jetzt noch die Haare oben drauf, bitte. Kannst du aufhören? Schneidest du mir gerade die Haare ab? Ja, ich bin dein Friseur. So viel kann man da nicht kaputt machen, Junge. Ja, tu die doch einfach auch noch auf den Kuchen. Bah, nein! Das ist unsere fertige Hochzeitstorte. Oh, Junge. Chat, können wir kurz Meinung dazu haben, Alter? Wie viel Euro würdet ihr für diesen Kuchen bezahlen? Wie viel Euro würdet ihr für diesen... Zwölf, 3 Euro, 0 Euro. Leute, stell dir vor, du heiratest und das ist dein Kuchen. Ja, probiert. Ja. Und er steht sogar. Er steht. Alter, ist das hässlich. Also mehr oder weniger, bis auf den Rest des Bodens, den wir drin gelassen haben. Aber so sieht er von innen aus. Ich finde. Die haben das auf dem Gitter gemacht, die Idioten. Jungs. Das ist in Ordnung. Jungs. Kann man essen, ja. Schreibt auf jeden Fall mal eure Meinung zu dem ganzen... Scheiße, Alter. Das ist wirklich eine Scheidungstorte, ehrlich. Das ist eine Scheidungstorte. Das ist so eine Torte, die kriegt man, wenn man irgendwie ein Kind zur Adoption freigibt oder sowas. In die Kommentare. Aber wenn ihr wollt, dass wir mal eine 3-Stück... Was für ein weirder Vergleich, Alter. Die Hochzeitstorte probieren. Schreibt das auch gerne in die Kommentare. Das ist eine richtige Wi-Fi-D-Geburtstagstorte. So ein Ding ist das. Kommentare. Und wir hoffen, euch hat auch dieses Video gefallen. Boah, ich dachte viel Marzipan, du. Dass wir uns bei einem von unseren nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao. Ciao. Das war zu wild. Das war zu wild, Alter. Also Leute, das war echt ein Killer-Video. Das war wirklich ein Killer-Video. Kann man nicht anders sagen.